Wir erleben ja jeden Abend bewegt im Fernsehen, in der Tagesschau die Bilder, die uns alle nahe gehen. Man sieht aber auch, wie sich Eigenverantwortung, Engagement der Bürger dort bewährt. Man steht zusammen, wenn eine Notsituation ist. Und das tut in der Situation auch gut. Ich habe ja mit Philipp Rösler drei Punkte vorgeschlagen, die man auf den Weg bringen soll. Einmal einen Sonderfonds Flurschäden einzurichten. Ich gehe davon aus, dass die Bundeskanzlerin eine Regierungserklärung auch dazu Näheres sagen wird. Ihr müsst auch Bundestag, ebenfalls mit Sondersitzung oder auch Bundesrat, sehr zeitnah zur Entscheidung kommen, dass dies im Juli spätestens entschieden wird. Wir sind jedenfalls bereit, jederzeit zu einer Sondersitzung des Bundestags zusammenzukommen, um hier schnelle Entscheidungen möglich zu machen. Wir brauchen auch ein Hochwasserschutzbeschleunigungsgesetz. Ähnlich wie wir ein Planungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht haben. Es kann nicht in diesen langen Fristen sich etwas entwickeln. Wir dürfen nicht wieder eine weitere Katastrophe erst haben, bevor man dort in schnelleren Fristen und in schnelleren Abwägungen entsprechende Ausbaumaßnahmen auf den Weg bringt. Drittens muss gemeinsam mit der Versicherungswirtschaft geprüft werden, wie wir für solche Schäden besseren Versicherungsschutz auf den Weg bringen kann. Da wird man einen größeren Radius ziehen müssen, dass nur unmittelbar auf Grundstücke direkt am Ufer liegen, wird sich wohl nicht rechnen lassen. Es gibt in anderen Ländern, etwa bei Hagelschutz und anderen Naturkatastrophen, Regelungen. Das muss man hier jetzt versuchen, auf den Weg zu bringen. Und viertens wäre das Gesetz, was im Bundesrat hängt, zur energetischen Gebäudesanierung zu erweitern für Flutschäden, damit man dort auch konkrete Maßnahmen von dieser Seite her auf den Weg bringen kann. Wir sind überall für Bürgerbeteiligung, das ist auch richtig, notwendig. Aber es darf nicht eine grüne Dagegenpolitik geben, wie wir es bei anderen Projekten der Verkehrsinfrastruktur auch in Deutschland erlebt haben. Hier geht es wirklich um Menschenleben, um deren Gut und Hab und persönliche Situation. Deshalb scheinen uns diese Maßnahmen sehr angebracht.